Vielleicht habt ihr schon einmal davon gehört oder vielleicht habt ihr ihn schon einmal auf dem Lohnzettel gesehen. Der Solidaritätszuschlag. Aber warum zahlen wir den eigentlich? Hi, ich bin Christian Dürr und stellvertretender Vorsitzender der Fraktion der Freien Demokraten. Ich bin verantwortlich für die Haushalts-, Finanz- und Steuerpolitik. Nach der Wiedervereinigung 1990 waren die Länder in Ostdeutschland strukturell wesentlich schwächer als die in Westdeutschland. Deswegen entschloss man sich Mitte der 90er Jahre, den Solidarpakt zu schließen. Der lief dann 2004 aus und es kam der Solidarpakt II. Der lief bis 2019. Die Gelder für den Solidarpakt I und II, die sind mit dem Solidaritätszuschlag finanziert worden, kurz Soli. Und wer jetzt genau aufgepasst hat, hat gemerkt, der Solidarpakt II ist Ende 2019 ausgelaufen. Der Solidaritätszuschlag, der läuft aber weiter. Sogar in Teilen noch über das Jahr 2021 hinaus. Wir werden den Solidaritätszuschlag, wie wir gesagt haben, absenken. Wir haben vereinbart, dass das jährlich überprüft wird. Ich nenne kein Datum. Die Grenze zwischen Dichtung und Wahrheit ist für uns oft unsichtbar. Viele Mythen um den Soli werden von Politikern benutzt, um seine Erhebung weiter zu rechtfertigen. Und vier dieser Mythen werden wir heute entlarven. Jetzt bei Diva. Mythos Nummer 1. Den Soli zahlen nur die Westdeutschen. Der Soli beträgt 5,5% von der Einkommensteuer, von der Körperschaftssteuer, von der Kapitalertragssteuer und von der Abgeltungssteuer. Und es zahlen ihn alle Menschen in Deutschland, egal wo sie wohnen. Mythos Nummer 2. Wir brauchen den Soli noch weiter, um Ostdeutschland aufzubauen. Zwischen 2005 und 2019 sind durch den Soli 216 Milliarden Euro eingenommen worden, aber nur 157 Milliarden sind für Hilfen für Ostdeutschland aufgewendet worden. Der Staat nimmt also schon jetzt viel mehr Geld durch den Soli ein, als er eigentlich für seinen Zweck einsetzt. Wenn man sich den ganzen Zeitraum seit Mitte der 90er bis heute anschaut, dann sind es 88 Milliarden Euro mehr Einnahmen durch den Soli, als für den Aufbau Ost eingesetzt worden sind. Mythos Nummer 3. Der Soli wird doch 2021 abgeschafft. Das stimmt leider nur zur Hälfte. Denn die Hälfte des Aufkommens aus dem Soli will der Staat weiterhin dauerhaft auch nach 2021 einnehmen. Das trifft Menschen, die ein Einkommen über 62.000 Euro im Jahr haben. Ihr werdet jetzt denken, das ist doch eine ganze Menge Kohle. Ja, und das stimmt auch. Aber es trifft vor allen Dingen viele Unternehmer, viele Selbstständige, die Arbeitsplätze geschaffen haben in den letzten Jahren und uns jetzt durch die Krise helfen und es jetzt in der Corona-Krise auch wirtschaftlich besonders schwer haben. Wenn der Staat weiter das Geld einnimmt, dann besteht da noch ein weiteres Problem, aber dazu später im Video. Mythos Nummer 4. Von der Soli-Abschaffung profitieren nur die Reichen. Nehmen wir als Beispiel eine Krankenpflegerin. Die verdient im Jahr 33.600 Euro brutto und muss darauf 5,5% Soli zahlen, nämlich auf die Steuerschuld. Das sind im Monat 20,27 Euro. Das klingt im ersten Moment nicht viel, aber mal 12 genommen sind das über 240 Euro im Jahr. Den Soli zahlen also nicht nur die Reichen, sondern im Gegenteil in diesem Jahr noch alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Das IW Köln hat ausgerechnet, dass das Bruttoinlandsprodukt bis zum Jahr 2030 um 86 Milliarden steigen würde, wenn wir den Soli vollständig abschaffen würden. Allein im kommenden Jahr würde die vollständige Abschaffung des Solis 19.000 zusätzliche Jobs in Deutschland bringen. Jetzt also das Fazit. Zusammengefasst kann man sagen, den Soli müssen alle zahlen, egal wo sie in Deutschland leben. Und das Geld fließt schon lange nicht mehr in den Aufbau Ost, sondern vor allen Dingen in den Bundeshaushalt. Da freut sich dann wiederum vor allem einer, nämlich Olaf Scholz. Von der vollständigen Abschaffung des Solis profitieren also nicht nur die oberen 10.000, sondern alle Menschen in Deutschland, auch ihr vor den Bildschirmen oder eurer Eltern. Denn in diesem Jahr zahlen den Soli alle Menschen weiter. Und das birgt ein großes Problem in sich. Denn für eine solche Sonderabgabe wie den Soli braucht es eine besondere Begründung. Und die gibt es ja seit Ende 2019 nicht mehr. Und deshalb ist der Soli sehr wahrscheinlich seit dem 1. Januar diesen Jahres bereits verfassungswidrig. Das sagen nicht nur wir, das sagt auch der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichtes, Professor Papier. Und es kommt auf den Haushalt eine erhebliche Belastung zu. Wenn der Soli jetzt weiter erhoben wird, obwohl er nicht mehr erhoben werden darf, dann riskiert Olaf Scholz allein bis Ende 2022, dass 40 Milliarden Euro zurückgezahlt werden müssen an die Steuerzahler. Und das muss dann die zukünftige Generation schultern. Und deshalb klagen wir offiziell gegen den Soli vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe.
Die Verfassungsbeschwerde haben wir euch im Quellendokument hinterlegt und natürlich auch alle anderen Quellen und Nachweise zu unseren Aussagen in diesem Video. Also lasst euch nicht in die Irre führen, vor allen Dingen nicht bei Steuern und Abgaben. Wenn ihr Ideen für andere Themen habt, die wir entlarven sollen und näher beleuchten sollen, dann schreibt es hier in die Kommentare. Und schaut euch auch die anderen Folgen von Debunked an, wo wir einen Faktencheck gemacht haben, damit ihr wisst, was wirklich los ist. Und bis dahin, bleibt gesund!